Bezüglich des Korans gibt es verschiedene Disziplinen, die den Koran aus verschiedenen Aspekten, Perspektiven her untersuchen, analysieren. Es gibt die sprachorientierte oder die sprachorientierten koranischen Wissenschaften. Dazu gehören die typischen Sprachwissenschaften wie Nahw, Sarf, Grammatik, Morphologie und so weiter. Dann gibt es aber auch koranspezifische Disziplinen, die einen starken Bezug zur Sprache haben können oder zu anderen Bereichen. Jedenfalls gibt es sehr viele koranische Disziplinen. Eine hiervon ist bekannt unter dem Namen Ilmu Rasm al-Mushaf. Das ist eine Wissenschaft, die beschäftigt sich mit der Orthographie und der Rechtschreibung des Korans, also der speziellen Rechtschreibung des Korans. Und hier geht es darum, unter anderem die Rechtschreibung und die Orthographie, die Schreibweisen des Korans zu erkennen und sie zu bewahren. Und hierzu gehört es auch, und das ist ein, vielleicht kann man sogar sagen, ein Nebeneffekt dieser Wissenschaft, die Abweichungen oder die Unterschiede zu der standardarabischen Orthographie und Rechtschreibung zu erkennen. Das heißt, im Koran gibt es manche Begriffe, die in manchen Kontexten von der standardarabischen Rechtschreibung abweichen. So, und das ist ein Teil davon, womit sich diese Disziplin beschäftigt. Ilmu Rasm al-Mushaf. Ein weiterer Nischenbereich in dieser Wissenschaft ist, und der ist, also dieser Bereich ist ein bisschen spekulativ, ein Bereich des Ijtihad und des, ja, es ist ein Bereich des Ijtihad. Und zwar der Zusammenhang zwischen Bedeutung und Schreibweise. Gibt es Zusammenhänge zwischen der Art und Weise, wie ein Wort geschrieben wurde und der zu vermittelnden Bedeutung? Unterstützt die Schreibweise in irgendeiner Weise die Bedeutung? Ich gebe euch hierfür ein Beispiel. Das Wort Frau, Imra'a. Habt ihr gesehen, wie das Wort Imra'a geschrieben wird in der standardarabischen Rechtschreibung? Richtig, es wird mit einem Ta marbuta geschrieben, also mit einem geschlossenen Ta. Es gibt aber Stellen im Koran, ich glaube, das sind 8 Stellen, bin mir aber jetzt über die Anzahl nicht ganz sicher. In diesen Stellen oder an diesen Stellen wird das Wort Imra'a abweichend von der standardarabischen Rechtschreibung mit einem offenen Ta geschrieben. Wir schauen uns hierzu 2 Beispiele an. Und es gibt ein Muster im Koran. Das sehen wir uns gleich auch an. Auf jeden Fall, die standardarabische Schreibweise ist ja, wie ich eben gesagt habe, mit einem Ta marbut, mit einem geschlossenen Ta. Mit dem geschlossenen Buchstaben Ta. Nicht dem offenen, das aussieht wie ein Schiffchen. Allah azawajalla sagt: Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan. Hier sehen wir das Wort imra'a geschrieben mit einem geschlossenen Ta. Das ist die richtige Schreibweise. Das ist die standardarabische Schreibweise außerhalb des Korans. Und die wendet der Koran hier auch an. Schauen wir uns eine andere Stelle an, dann sehen wir eine Abweichung von dieser Rechtschreibung. Beispielsweise in diesem Vers hier. Da lautet es: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Hier haben wir das Wort die Frau Pharaos, die Frau Pharaons, sie sagte, mein Herr, der Vers. Ich übersetze ihn jetzt nicht ganz, das ist nicht von unserem, von
Also ist jetzt für uns nicht von Relevanz in diesem Sinne. Hier wird das Wort mit einem offenen Ta geschrieben. Gut. Warum zwei Formen der Rechtschreibung? Warum zwei Schreibweisen? Die Begründungen solcher Unterschiede oder die Weisheiten zu erklären, ist ein Raum des Ijtihad. Also es ist keine endgültige und eindeutige Erklärung. Was wir aber auf jeden Fall erkennen können, ist ein durchgehendes Muster. Wir erkennen nämlich im Koran, immer wenn eine Frau ihrem Mann, mit ihrem Mann verbunden wird, wird also mit einem konkreten und expliziten Namen des Mannes, verbunden im Sinne einer Genitivverbindung, darauf gehen wir nicht näher ein, aber wenn das passiert, wird das Ta geöffnet und es entsteht die Abweichung von der standardarabischen Rechtschreibung. Ist das nicht der Fall, wird das Wort Frau zum Beispiel alleine erwähnt, ohne dass sie direkt verbunden wird mit ihrem Ehemann, dann wird das Ta geschlossen. Oder es handelt sich einfach um die Frau, unabhängig von der Ehe, dann wird das Ta geschlossen. Das sehen wir an allen Stellen, wo das Wort Ta offen geschrieben worden ist. Nun, was könnte die Weisheit dahinter sein? Wie gesagt, das ist eine Sache, die nicht endgültig gesagt werden kann, aber möglicherweise eine mögliche Erklärung hierfür ist, wenn die Frau heiratet und verbunden ist mit ihrem Mann, dann kann sie sich öffnen. Sie kann sich öffnen und oder sie kann sich in einer Art und Weise öffnen, in der sie sich niemand anderem hatte öffnen können. Oder weil die Ehe hat auch einen spirituellen Bezug und durch die Ehe vervollständigen sich die Partner gegenseitig. Sie vervollständigen sich gegenseitig. Und dementsprechend kann sich die Frau im Schatten der Ehe entfalten. Und der Mann auf andere Art und Weise ebenfalls. Und deswegen wird das Ta geöffnet. Das ist, wie gesagt, das sind mögliche Weisheiten. Ob es nun deswegen ist oder nicht, das können wir endgültig nicht sagen. Es können auch einfach sprachliche Feinheiten sein. Allahu a'lam. Aber jedenfalls, es ist ein sehr interessanter Bereich des Korans. Und deswegen gilt auch bei der Anfertigung eines Mushaf, dass die koranische Schreibweise bewahrt werden muss. Der Koran darf nicht umgeschrieben werden in die standardarabische Rechtschreibung. Und das ist auch so geblieben und so gehandhabt worden. Und das ist ein weiteres Zeichen für die Bewahrung des Korans. Dass der Koran über diese Jahrhunderte selbst in den Dingen so bewahrt worden ist, in denen er von der standardarabischen Sprache abweicht, also hier in der Rechtschreibung. Selbst dies wurde so gelassen. Und das zeigt eine Sorgfalt im Umgang mit dem Koran, im Weitergeben, im Republizieren, Vervielfältigen des Korans. Das zeigt eine Sorgfalt, die kein anderes Buch bekommen hat. Eine Sorgfalt, die darauf hindeutet, dass dieses Buch in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben ist. Und dem weder etwas hinzugefügt worden ist, noch etwas verändert worden ist.